So, hallo zusammen. Nun zum nächsten Video, was sich mit quadratischen Gleichungen beschäftigt. Hier jetzt ein Video zur allgemeinen Form quadratischer Gleichungen. Nochmal kurz zur Wiederholung. Die allgemeine Form quadratischer Gleichung bezieht sich auf dieses ax² plus bx plus c. Und eine Gleichung ist es eben dann, wenn ist gleich und eine Zahl da steht. Und wir bringen diese Form immer, und das ist ganz wichtig, auf ist gleich 0. Also das schon ganz vorneweg. Ganz viele dieser Aufgaben laufen darauf hinaus, dass ein Ansatz da ist und dieser Ansatz auf eine quadratische Gleichung in genau dieser Form umgeformt werden muss, also hingebracht werden muss. Dieses ist gleich 0 ist ganz, ganz entscheidend für diese Art von Aufgaben. Und wenn ihr euch jetzt diese Form, diese allgemeine Form mal anschaut, dann sollte euch die bekannt vorkommen. Ja, das hatten wir schon. Parabelgleichung, im Prinzip die allgemeine Form der Parabelgleichung. Das heißt, wenn wir das wieder abdecken und uns diese Geschichte wieder anschauen, ist es eigentlich, was geometrisch dahinter steckt, nichts anderes als eine Nullstelle einer bestimmten Parabelgleichung zu bestimmen. Für diese allgemeine Form einer quadratischen Gleichung gibt es eine Lösungsformel, wie ihr hier seht. Die sieht am Anfang recht kompliziert aus, die erschlägt einen, das weiß ich, ja. Aber diese Lösungsformel ist im Prinzip ganz, ganz einfach, denn sie arbeitet mit den Koeffizienten a und b und c, die hier in dieser quadratischen Gleichung abgelesen werden können. Deswegen, ich betone es nochmal, ist es ganz, ganz elementar wichtig, dass die Form immer genau diese Form annimmt. Ganz wichtig. Auf ist gleich 0 muss die Gleichung gebracht werden. Dann können diese Koeffizienten verwendet werden, um sie hier unten in die Lösungsformel einzusetzen. Mein Mathematiklehrer hat mir früher diese Formel als sogenannte Mitternachtsformel verkauft. Und genauso gebe ich das jetzt an euch weiter. Mitternachtsformel, weshalb? Weil man dich um Mitternacht wecken können muss und du kannst diese Formel auswendig wiedergeben. Deswegen Mitternachtsformel. Ganz einfach zu merken. Und für diese Formel gibt es auch eine Herleitung. Also diese Formel kommt ja irgendwo her, aus irgendeinem Zusammenhang. Dazu habe ich euch die entsprechende Stelle aus dem Schulbuch, falls ihr es wissen wollt, ist die Seite 37, habe ich euch die entsprechende Stelle rausgenommen. Und wer diese Herleitung nachvollziehen möchte, der kann jetzt einfach an der Stelle auf Pause drücken. Kann das einfach mal nachvollziehen, diese ganzen Schritte. Aber ihr kennt ja meinen Ansatz. Eine Herleitung ist schön und gut, wenn man die mal kennt. Aber ganz wichtig ist, dass ihr die Formel anwenden könnt. Also, wem das jetzt gefällt, wer das mal nachvollziehen möchte, diese ganzen Schritte hier, kann das gerne tun, drückt halt einfach kurz auf Pause. Ich mache jetzt weiter und komme direkt zur Anwendung des Ganzen. Das wird es einfach nochmal anhand eines Beispiels uns näher angucken. So, da hätten wir jetzt also ein Beispiel. Ich habe euch hier nebendran einfach auch nochmal die Formel aufgeschrieben, in der Form, so wie sie hier oben zur allgemeinen Form einer quadratischen Gleichung passt, damit ihr nochmal nachvollziehen könnt, woher die einzelnen Bestandteile kommen hier. Und auf der linken Seite direkt das Beispiel. Und ihr wisst ja, ich arbeite gern bei sowas mit Farben, weil ich denke, es hilft euch. Deswegen probieren wir jetzt einfach nochmal an der Stelle, nochmal mit Farbe kenntlich zu machen, welcher Bestandteil, welcher Koeffizient eigentlich an welche Stelle rutscht hier in dieser Formel. Also an der Stelle, hier oben, haben wir die minus 2, also unser a hier vorne als Koeffizient. Diese minus 2 rutscht an jede Stelle, wo das a drüben in der Formel vorkommt. Also hier und hier. Deswegen ist hier die minus 2 und hier die minus 2. Dann haben wir als nächstes unser plus 4. Das ist das b und es wurde dann entsprechend hier und hier eingesetzt. Und deswegen habt ihr an der Stelle ganz vorne in der Formel auch hier
das minus 4 stehen, da ja in das minus b eine plus 4 eingesetzt wird. Und an der Stelle auch nochmal ein 4 zum Quadrat. Und jetzt als letztes der konstante Term da hinten, die plus 3, das ist unser c. Und das wird hier an der Stelle eingesetzt. Also ist es diese 3 hier hinten. So, und wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen wieder vereinfache, dann erhalte ich als nächstes meine Werte für x1 und x2. Ihr seht ja, da möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, hier vorne steht eigentlich immer direkt am Anfang x1 und 2, weil ich davon ausgehe, dass es zwei Lösungen gibt, die hier rauskommen. Deswegen wird direkt hingeschrieben x1 und x2. Das Ganze ziehe ich jetzt auseinander, indem ich mein x1 notiere. Und da komme ich jetzt drauf, dass ich minus 4 einfach stehen lasse und mich bei dem x1 jetzt beschränke auf das Plus. Ja, also nochmal darauf hingewiesen, hier an der Stelle, dieses Plus und Minus, das ist für euch vielleicht ein ungewöhnliches Zeichen an der Stelle. Das sagt einfach aber nur aus, dass mein x1, was ich berechne, bezieht sich auf das Pluszeichen, wenn ich das stehen lasse. Und mein x2, wenn ich das ausrechnen möchte, bezieht sich auf das Minuszeichen. Nochmal, Plus und Minus kommt daher, weil wir ja aus dieser ganzen Lösungsformel, wenn ihr die Herleitung mal kurz angeschaut habt, an einer Stelle muss ja eine Wurzel gezogen werden, um ein Quadrat wegzukriegen. Und daher kommt es, dass dieses Plus-Minus auftaucht. Wenn ihr euch erinnert an das Video mit den rein quadratischen Gleichungen, da kommt ein Betrag raus und nach dem Betrag kommt die eine Lösung mit positiv und die andere Lösung mit dem negativen Vorzeichen. Und genauso ist es hier auch. Wenn ich jetzt hier an der Stelle also weitermache, dann habe ich hier jetzt noch die Wurzel und den Wert habe ich jetzt ausgerechnet. Insgesamt unter der Wurzel sind es 40, die dastehen. Und dann hier unten minus 4. Wenn ich diesen Term komplett ausrechne, bekomme ich eine Lösung, die ich runde auf 0,58. Und dann mache ich dasselbe nochmal, aber an der Stelle eben für minus 4 minus die Wurzel aus 40. Und erhalte hier den Wert 2,58, wenn ich das Ganze runde. Und habe somit in meiner Lösungsmenge zwei Elemente, nämlich die minus 0,58 und die 2,58. So, ich hoffe, an diesem ersten Beispiel wurde schon mal klar, wie das generell mit dieser Lösungsformel funktioniert. Keine Angst, wir machen noch ein weiteres Beispiel. Bei diesem Beispiel schiebe ich aber vorneweg noch ein paar Umformungen. Das heißt, jetzt steht die Form einfach nicht am Anfang direkt als allgemeine Form quadratischer Gleichungen da, sondern wir müssen die erst genau auf diese Form bringen. Denkt dran, wir haben gesagt, ich habe am Anfang betont, es geht immer um die Form ist gleich 0 am Ende. Und das ist euer erstes Ziel. Kommen wir also zu dem Beispiel. Hier würde ich euch jetzt empfehlen, vielleicht das ein oder andere Mal zwischendrin mal häufiger Pause zu machen, dass ihr eure Schritte vielleicht selbstständig probiert. Ich lasse zwischendrin immer ein bisschen Luft, damit ihr auch auf Pause drücken könnt. Und dann könnt ihr anschließend eure Lösungsschritte mit meinen Lösungsschritten vergleichen. Nochmal, wenn wir jetzt beginnen, dann ist das erste Ziel, wir bringen diese Form auf ist gleich 0. Also, das wäre euer erster Schritt, den ihr macht. Wir formen also um. Mit minus 4x und minus 1,5. Das heißt, das bringen wir alles auf die andere Seite. Und erhalten dann 3x² minus 4,5x und minus 1,5 ist gleich 0. Und an der Stelle geht es dann auch schon weiter, jetzt die Koeffizienten rauszuziehen und in die Lösungsformel einzusetzen. Drückt also jetzt auch wieder auf Pause. Den nächsten Schritt, den ihr seht, ist bereits die eingesetzte Lösungsformel. Hier seht ihr also jetzt die eingesetzten Koeffizienten in die Lösungsformel. Ich gehe es noch einmal mit euch kurz durch. Diese minus 4,5 hier vorne ist mein b, ja, mit minus 4,5.
und das Minuszeichen kommt aus der Formel. Erinnert euch, die Formel beginnt mit minus b plus minus. Deswegen hier minus in Klammern minus 4,5. Dann wieder die minus 4,5. Ganz wichtig, dass ihr das hier in Klammern setzt. Sonst geht das Quadrat nachher schief. Ja, also minus 4,5 in Klammern zum Quadrat. Minus 4 kommt aus der Formel. Die 3 ist mein a von hier vorne. Die minus 1,5 ist das c von hier. Auch da wieder dran denken, da gehört dieses Minus gehört mit dazu. Das ist das Vorzeichen, was mit eingesetzt werden muss. Und dann noch unten 2 mal a. Diese 3 kommt von dem a hier hinten. Wenn ihr den nächsten Schritt jetzt wieder selbst probieren wollt, dann an der Stelle jetzt wieder auf Pause drücken. So, jetzt seht ihr hier x1 und x2. Ich habe also diese Formel für x1 und 2 wieder auseinandergezogen in meine beiden Bestandteile. Einmal mit dem Plus und einmal mit dem Minus. Hier vorne aus minus minus 4,5 habe ich die 4,5 gemacht. Hier unten 2 mal 3 ist 6 ausgerechnet. Und auch den Term unter der Wurzel, die 38,25, habe ich daher, dass ich diesen Term komplett einfach zusammengefasst und berechnet habe. Ja, und dann fehlt nur noch der letzte Schritt. Ich muss das x1 noch ausrechnen, das x2 ausrechnen und das Ganze in die Lösungsmenge schreiben. So, dann seht ihr hier die beiden Ergebnisse. x1 1,78, x2 minus 0,28. Das Ganze packen wir noch in die Lösungsmenge. In der Lösungsmenge wäre es schön, wenn man darauf achtet, das Ganze noch einfach nach der Reihenfolge zu sortieren. Ja, und das war's dann auch. Im nächsten Video beschäftigen wir uns dann mit nur einem Teil dieser Lösungsformel und werden der nochmal genauer betrachten. Bis dahin.